Hallo und zurück zu Deus Ex Machina. Ja, leider haben wir die Baton Hotel, which is at the southeast corner of the block. When you stayed with Paul, did you meet Mr. Renton and his daughter Sandra? We think at least one of them is still inside. Ja, leider haben wir die Geiseln nicht befreit. Was mir schon ein bisschen leid tut, aber jetzt noch nicht mehr zu ändern ist. Dad, you want these? What? Give him the grenades. Look, I know he's your brother, but your brother gave us these things. Look at this. Irritation to all exposed mucous membranes. What's that gonna do? Just tell Paul to give us bullets next time. Here's one. Prolonged exposure can damage the bronchial pathways. Prolonged exposure? It's like giving them cigarettes or something. Look, do you want these things? Keep them. Those things save lives. Terrorist lives, you mean. You're just like your brother. If I had your abilities, people would be safe around here. Keine Ahnung, was die mir hier andrehen wollen. Wir werden mal nicht drauf eingehen. Ja, leider echt. Haben wir die Geißeln. Könnte mich schon wieder ein bisschen Ja, genau, aber wir haben ja die ganze Zeit nur Probleme hier mit Schleichen. Hier haben sie irgendwie eine Barrikade aus Auto-Frackteilen gemacht. Free Clean Clinic. Also, das ist eine Klinik hier. Wir sollen aber zum Hotel. Warte mal. Die wird uns, wenn es eine Free Clinic ist, aber wir haben noch genug. Wir haben noch genug. Aber dann denke ich mal, dass wir hier geheilt werden. Südosten, ne? Dieses Hotel. Aber wo denn genau? Hier ist doch Südosten. Südosten ist doch. Oder warte mal. Das ist ja Nordosten. Hm. Und hier drüben geht's doch auch nicht weiter. Ach da. New York City. Hell's Kitchen. Dort, wo die Verbrecher leben, ne? Wollen wir uns mal lieber bewaffnen? Wollen wir die Stealth? Nein, im Grunde. Im Grunde haben wir nicht mehr viel mit Stealth zu suchen. Oh, Moment. Das ist ein Bösewicht. Habt ihr das gesehen? Können wir den tasern? Ich glaube, die so ausgesehen haben, konnte man nicht tasern. Uah. Kommt der? Ah. Kommt der her? Wo ist der andere hin? Und wo ist das Hotel? Das sind leider so Fragen, ne? Ah, da ist er. Der kommt wahrscheinlich jetzt wieder. Jetzt ist natürlich die Frage. Wollen wir ihn erschießen? Oder wollen wir es noch mit dem Taser probieren?
mir jetzt nicht sicher. Kommt der? Stehe ich noch 5 Stunden da? Da hinten sind Kisten. Wo ist denn der hin? Die sind jetzt alle weg, oder? Aber kommen die wieder, ne? Verdammt, sieht er auch das Sturmgewehr dann? Was soll ich machen? Wenn der natürlich dann das Sturmgewehr sieht, haben wir ein glitzekleines Problemchen. Keep out. Geh mal rein, oder? Dort steht Keep out. Ja, jetzt haben wir schon so viel von den Terroristen Blatt gemacht. Wohin denn? 30,06. Für was ist denn die 30,06? 10 mm, ist klar. Ach, da ist es. Das ist gleich das Hotel, ne? Das Helden. Da gehen wir gleich hier rein, oder? Oder denken wir, wir kommen hier über... Gehört das alles zusammen? Wenn wir kommen dann, wenn wir hier reingehen, durch irgendeinen Versorgungskanal unten in das Hotel rein? Yes. Password? Open up. I'm a federal agent. What? Die haben jetzt nicht aufgemacht, ne? Also, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, was Blöderes konntest du nicht sagen, oder? Ja klar, bin federal agent. Lass mich mal rein. Steht draußen dran, keep out. Ja, ist klar. Ist klar, Junge. So wird es was. So, dann wollen wir schauen hier. Dann machen wir trotzdem... Damit wir nicht ganz so unbewaffnet hier rumstreuen. Ne? So, jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Müssen wir trotzdem mal aufpassen. Ihr wisst, wie es ist. Das sind schon mal Ratten. Wollen wir erstmal uns ein bisschen was geldmäßig holen? Was haben wir denn hier anzubieten? Was haben wir denn hier alles anzubieten?
Hinweis zur Wasserversorgung an alle Bewohner von Manhattan nach dem Klo-Unfall. Kann die Rationierung kommen gesetzt? Unter keinen Umständen soll die Bewohner kontaminiertes Wasser trinken. U-Boot-Bunker, das haben wir doch schon mal gesehen. Battery Park ist auf weiteres gesperrt. Das haben wir doch schon, oder? Glaube ich. Ja, wir sind nicht so die Guten, ne? Mal ab, oder? Das war doch hoffentlich. Oder hat ausgesehen wie ein, wisst ihr? Ein Terrorist. Puh. Schon leichte Zustände bekommen. So, okay, warte, ich muss von der Seite ran. Puh. Grüße. You're right, Mr. Renton. He's up on the second floor. Wir können doch somewhere safe. I don't know. She's been gone all week. I try not to think about it. Tonight's a bad night to be on the streets. I'll take a look around. Hey, if you see Sandra, tell her I don't care. I don't care what she's been doing. She can come home. No questions, no speeches. Sure. Gabriel Paul Denton, Oberst Enzian, Smiller Jespersen, Hippolyto. There are two of those guys. I knew they were NSF from the body armor. Ja, ich habe sie an der Rüstung erkannt, um ehrlich zu sein, aber das war total. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Die können uns doch das nicht in grün hin. The man who was thirsty von zunächst einmal, warum geht es hier wirklich? Was ist das Ziel? Möchte ich die Regierung stürzen? Ich möchte Gott stürzen. Das hat man doch schon, das Buch, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber irgendwie. Das ist halt das Blöde. Wenn man. Oh. Hat nix Sinn. Das ist halt das Blöde, wenn man nur alle zwei Wochen spielt, ne? Irgendwie habe ich dann das Gefühl, ich habe das alles schon gelesen. Ja, wenn jetzt nichts Besonderes drin steht, ne, dann ist es einfach so. Achso, halt. Soll ich den ein bisschen aus der Rezeption hier rausbringen? Weil, das ist ja auch nicht schön. Was habt ihr denn eigentlich hier? Oh? Ich nehme mal den Nanoschlüssel mit, ne? Vielleicht braucht man ihn für irgendeine Tür hier oben.
They're scared. That's why they took hostages. Hm. Ich nehme mal den mit, ne? Ich leg den mal hier auch weg. Also, was weiß ich. Hier in den Vorraum. Oder da zu den Müllsäcken. Das ist natürlich pietätlos. Ich weiß. Aber. Was? In welchem Stock? Vielleicht kommen wir ja irgendwie. Wollen wir hier schauen, ob wir vielleicht durch irgendeinen Luftschacht draufkommen? Oder da oben? Das sieht doch luftschachtmäßig aus. Aber ich möchte trotzdem mal hier zumindest reinschauen. Zumindest mal reinschauen. Das sieht irgendwie elektrisch aus, oder? Muss man da eine EMP reinschmeißen, oder? Kommen wir da jemals wieder rauf? Ich gehe jetzt einfach rein. Ist mir jetzt egal. Da ist doch eine Leiter. Na komm. Den holen wir uns, ne? Die Versorgungskisten, die holen wir uns. Eine bioelektrische Batterie. Aber wisst ihr, ich habe jetzt so richtig Lust auf das neue Deus Ex. Es ist meistens so bei mir dann. Dann bekomme ich plötzlich so richtig Lust auf Deus Ex. Ne? Es geht doch aber hier weiter rauf. Ja, aber nirgends hin. Kommen wir zwar rauf, aber am Ende. Multitool ist immer gut. Okay, hier. Boah, da kriegt man richtig. Kriegt mir Augenkrebs. So, kommen wir da wieder ran? Ich hoffe. An die Leiter. An die Leiter. An die Leiter. Nein, nicht runterfallen. Machen wir klar. Ich glaube, wir sollten erstmal in die Klinik. Ist. Es ist immer so ein Ding bei so Leiterspielen. Au! Das ist immer ein bisschen tricky, seh? Aber ich gehe mal nicht. So ein Mist. So ein Mist. Komm, wir gehen mal in die Free Clinic. Dann können wir gleich mal schauen, was es mit dieser Free Clinic auf sich hat. Wo kommen wir eigentlich her? Hier, ne? War da draußen? Da war noch welche, ne? Naja, wir gehen jetzt mal raus. Also ich hoffe jetzt inständig, hoppa, das, achso, hier, dass wir in der Klinik nichts bezahlen müssen, ne? Ansonsten müssen wir eben noch mal ein bisschen was abheben, ne? Wo war denn die da drüben? Wollen wir schauen. Kann man ja gleich mal schauen, ne? Ob das so funktioniert mit dieser Free Clinic. Klinik. Free. Wie spricht man das Englisch aus? Free Clinic? Klinik? Keine Waffen erlaubt. So, zu wem müssen wir da hin? The Riot Cops are running scared. I was there when the NSF overran Squadnomi, back when they were called the Northwest Secessionist Forces. Were you at Squadnomi? Came in with their mopped camel and we never picked him up on any of the sensors. What a goddamn mess. I didn't know. Had a hard time sleeping after that. Didn't do real good on the psych evals either. Got drummed out in short order.
The army probably didn't want to have any reminders hanging around. Yeah, and now look what they got. NSF in downtown Manhattan. Same guys that nearly whooped us in the Northwest. Bet the brass remembers Squall Nomi now. Übrigens, Deus Ex wird immer kommen in meiner computerfreien Zeit. Alles klar? I heard a lot of shooting outside. They told me to come in here. Nee, eigentlich. Alles gut. Christ. You see the guy begging for a cure? Yeah, what about him? It won't help. There is no cure. How do you know? They show you stuff in the military. You want to know the real battlefield? It's microscopic. We can't even see it. Lucky for me, I got immunizations, but that guy... Well, once you're infected, you're infected. And what about me? I don't know. You got lucky. Not a bad thing to be. Super. Baut ja voll auf. Bist du ein Arzt, der mir helfen kann? Doktor! Doktor, ich brauch dich. You look like the do-it-yourself type. How about the automated care plan? Only 2,000 credits. Medkits are 300. What? Ich kann mir nur ein Medkit leisten. All I can afford is a medkit. Here you go. Please read the instructions before giving aid. Ich denke, das ist eine Free-Klinik. Muss doch noch irgendwas free sein, oder? Für mich ist gar nichts hier free. Können die Codeschlüssel? Got a few credits? You have the plague? Nah. Cops ran us off the streets. Usually I go into the water tunnels in the warehouse district, but somebody boarded up the window. You live in a tunnel? Actually, I like to stay on the roof of this big apartment building. Nice view. It's not too cold. There's a freight elevator at the end of the tunnel. Where's that window you were talking about? It's a basement window in the park south of the hotel. Moment. Nee, wie war denn das? Da fragen sie Menschen in der Bar oder der Klinik nach dem Standort des Generators. Ja, schon, aber wir müssen erstmal ins Hotel. Wir sind noch nicht zu Ende. Wir müssen noch das, dann können wir uns um diesen Generator kümmern. One of the doctors can help you. Ja, schön wär's. Schön wär's. Bisher sehe ich das noch nicht. Könnte mir einer der Doktoren... We've done all that we can. It's time for you to go. This is supposed to be a free clinic. Bet you'd do something if I had more money. You've got the plague, sir. You know, rich people don't get gray death. Don't make me call security. Like Mr. Billionaire Bob Page. He don't have it. The president don't have it. I never seen a movie star who's got it. You don't have it. Ja, da recht. I'm with a patient right now. Ist wohl wahr. Sieht ja also wie ein Schlachthaus hier. Ich bräuchte eigentlich eine... Ich bräuchte eine kostenfreie... Eine kostenfreie Heilung. Aber die habt ihr nicht anzubieten. Warum? Jetzt müssen wir doch unser geliebtes Medipack nehmen. Ne? Zum Beginn das Ding auf. Geht es hier auf? Ja. So, wir sind hier, Was haben wir hier? Ach, das Restroom. Ja, manchmal sind in den Restrooms... halt, das ist für Frauen. Entschuldigung.
war nicht drin. Ich hab nur, das war nur, hier steht. Vielleicht, wenn man hier auf den Klo geht, wird alles wieder gut. Anscheinend nicht. Vielleicht, wenn man aufs Pissoir geht, wird alles wieder gut. Anscheinend nicht. Kann man sich hier irgendwo waschen? Ihr habt noch nicht mal hier was zum... Jetzt mal ganz ehrlich. Ihr habt hier kein... Oder ist... Aber das ist doch das Urinal, oder? Ja. Seht ihr? Die haben nichts zum Waschen. Was sind das für Schweine? If you think you have Grey Death, please pick up an information packet. Nee, nee, meine Gute. Eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir die Seuche haben. Wir sind nur ein bisschen verwundet. Und ich hätte mich halt gern in eine Free Clinic... Hätte ich mich halt gern, ne? Heilen lassen, aber... Welcome to Tenderloin Clinic. Sag mal, Mädel. Mädel? Please proceed to the examining room. Ja. Hab ich ja. War ich ja. Aber so richtig wird das ja nix, jo. Also, ich glaube nicht, dass noch was... Oder gibt's noch irgendwie einen zweiten Stock, wo so ein Heilcomputer ist? You must pay the doctors in cash before treatment can begin. Das war mir klar. Wenn mir was klar war, dann das... Warte mal. Der ist dahin. Warte mal, da drüben waren wir doch aber noch nicht drin. Achso, da kommt man nicht rein. Ach, das ist zum Verrückten. Na gut, wir gehen wieder raus. Also muss ich jetzt mir ein Medikit reinwerfen? So ein Mist. Halt. Wie viel haben wir denn von den Dingen? Eins wahrscheinlich. Vier. Haben wir uns gleich noch eins rein, oder? Nee. Wir werden einfach nicht mehr... wir werden jetzt einfach nicht mehr angeschossen. Plague victims can have their medication mailed to their homes at no additional cost. Ich laufe hier im Kreis. Das tut mir echt ein bisschen auch leid. Ach, da drüben. Plague tests are free. Aber so ist es nun mal mit mir. I wish to hell they'd give us the all clear. You making a play today? Nah, scavenged some copper wiring. Wanted to get back and try it out in the sculpture. Christ, you and the sculptures. What's this one called? The man who was Thursday. Makes as much sense as the last. What was it called? Napoleon something or other? Napoleon of Notting Hill. Doesn't seem much use for sculpture today. There's always tomorrow. Ah. Ist cool. Genauso muss es sein. So, ich sag ciao, ciao. So ein Mist, ne? Wir dürfen den nicht irgendwo runterfallen.